Das Thema Wasserstoff begeistert derzeit die Industrie. Wasserstoff-Lkw in Mecklenburg-Vorpommern waren bereits vor einigen Wochen in Güstrow Thema. Nun wird auch über die maritime Branche diskutiert. Am 30. August fand dazu eine Netzwerkveranstaltung im Stralsunder Rathaus statt. Die Ausbreitung von Wasserstoff ist überall wichtig. Die Idee ist ja, dass ich erneuerbaren Strom erzeuge mit Wind oder Sonne, aus dem wiederum mittels Elektrolyse Wasserstoff mache und auf dem Wasserstoff aufsetzend dann am Ende CO2-neutrale Antriebstechnologien möglich sind. Diesen Wasserstoff brauchen wir für verschiedene Industrieanwendungen. Den brauchen wir auch als Speicher, um in unserem Elektrizitätsnetz den Strom in den Stunden, wo ich zu viel davon habe, zu speichern, damit wir in den Stunden, wo wir weniger haben, Rückverstrom und das Stromsystem wenigstens 100% klimaneutral kriegen. So soll die CO2-freie Energie des Wasserstoffs auch in der maritimen Branche genutzt werden. Im Bereich der Schifffahrt die ersten Anfänge, da sind wir noch nicht ganz so weit, aber es gibt mit dem Campfire-Projekt, das vor allen Dingen das INB in Greifswald als außerordinäres Forschungsinstitut mit ganz vielen Partnern gemeinsam gestaltet, unter anderem mit einem großen Düngemittelhersteller hier im Land, aber zum Beispiel auch mit mehreren Werften, die davon ausgehen, dass Ammoniak, der schon heute auf Schiffen transportiert werden darf, wo also alles das, was ich an rechtlichen Voraussetzungen brauche, darf ich diese Substanz überhaupt auf ein Schiff bringen. Die ist da seit Jahrzehnten geklärt, dass man genau mit Ammoniak quasi als wasserstofftragenden Substanz, die dann genau diese CO2-Vorteile mit ins Schiff bringen kann, ob ich auf Ammoniakbasis zum Beispiel Schiffsantriebe gestalten kann. Es gibt aber auch schon Hersteller, die losgelöst vom Ammoniak mit Wasserstoff experimentieren und sich überlegen, ob sie damit kleinere Freizeitschiffe CO2-neutral kriegen. Genau in der Bandbreite bewegen wir uns. Es gibt also praktische Angriffspunkte, aber noch keinen, der sagt, ich habe das serienreife Schiff. Die Forschung mit Wasserstoff als Treibstoff weitet sich immer mehr aus. Die verschiedensten Branchen wollen davon profitieren und CO2-neutral mobil sein.